Hi, hier ist wieder Dr. Karim von Der Tierarzt. Immer mehr Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch oder sogar vegan. Der Grund dafür ist meistens ethisch, das heißt, ich habe ein schlechtes Gewissen oder ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben und ich sie dann essen kann. Natürlich ist es dann klar, wenn ich solche ethischen Bedenken habe, dass ich auch nicht möchte, dass mein Tier sich mit fleischlichen Produkten ernährt. Daher widmen wir uns heute mal der Frage, kann ich meine Katze vegetarisch ernähren? Kollegen fanden 2006 in einer Studie heraus, dass die überwiegende Anzahl der Tierärzte, zumindest in den USA, vegetarische Ernährung von Katzen kategorisch ablehnen. Die Begründung ist, Katzen ernähren sich in der Natur ausschließlich von Fleisch. Das heißt, man sollte sie auch hier, wenn wir sie als Haustiere halten, mit Fleisch ernähren. Klingt logisch. Aber man muss natürlich betrachten, dass es die Naturalistic Fallacy gibt. Das bedeutet, man darf nicht immer davon ausgehen, dass alles, was in der Natur passiert, automatisch das Beste ist. Sonst gäbe es das Recht des Stärkeren immer noch und wir hätten keine Gesellschaft, jetzt um es mal ganz platt zu sagen. Das heißt, wir müssen uns die Datenlage anschauen und genau betrachten, macht eine vegetarische Ernährung für Katzen Sinn, ja oder nein? Fest steht, wenn ich meine Katze rein vegetarisch ernähre, wird sie einen Mangel an verschiedenen Stoffen haben, die für sie lebenswichtig sind. Darunter sind die drei bekanntesten sicherlich Taurin, Cobalamin und die Arachidonsäure. Wenn die Katze unterversorgt ist in diesen Stoffen, dann kann es zu schwerwiegenden Krankheiten bis zum Tod kommen. So, damit ist die vegetarische Ernährung ja eigentlich raus, oder? Jetzt kommen Leute, die ihre Katze gerne vegetarisch ernähren möchten und sagen, ja, aber es gibt doch vegetarische Futtermittel, bei denen diese Stoffe zugesetzt sind. Dann kommen wieder die Gegner und sagen, ja, aber diese Stoffe, die kommen ja auch wieder von Tieren. Dann kommen die Vegetarier und sagen, ja, aber diese Stoffe werden von sehr wenigen Tieren gewonnen und dadurch ist das ja schon mal limitiert. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn man sich in diesem Hin und Her begibt, dann gibt es keine richtige Antwort, weil es eigentlich nur ein ewiges Streitgespräch ist und immer nur Fragen hin und her geworfen werden. Deshalb versuchen wir uns doch mal rein die Datenlage anzuschauen und versuchen zu ergründen, können vegetarische Futtermittel für Katzen mit zugesetzten Stoffen meine Katze ausreichend ernähren. Hierzu habe ich euch drei Studien rausgesucht, die ich wie immer unten im Beschreibungsfeld verlinkt habe, damit ihr sie selber nachlesen könnt und euch selber eine Meinung bilden könnt. In diesen Studien wurden verschiedene Katzenfuttermittel vegetarisch und vegan untersucht und es wurde geschaut, ob Katzen, die diese Futtermittel fressen, unterversorgt sind oder nicht. Ganz einfach. Das Problem ist, dass manche Katzen unterversorgt waren, andere nicht. Und das weitere Problem ist, dass diese Katzen teilweise das gleiche Futtermittel gefressen haben. Das heißt, Katze A frisst Futtermittel B und ist wunderbar versorgt. Katze C frisst Futtermittel B und ist unterversorgt. Das Problem damit ist, dass ich das natürlich als Besitzer von außen nicht sehe, ob diese Packung Futtermittel jetzt genug Taurin enthält oder nicht. Und das zog sich leider durch alle vegetarischen und veganen Futtermittel durch. Was ist also das Ergebnis? Man kann theoretisch seine Katze vegetarisch bzw. vegan ernähren, wenn man die für die Katze wichtigen Stoffe zusetzt. Ja, die kommen dann von Tieren, lassen wir das mal weg. Das Problem ist nur, dass die Qualität in vegetarischen und veganen Futtermitteln so stark schwankt, dass ich nicht sicherstellen kann, ob meine Katze unterversorgt ist. In der Studie von Wakefield 2006, die ich eingangs schon erwähnt hatte, wurde gefunden, dass manche Katzen so unterversorgt waren, dass sie tatsächlich sehr stark krank geworden sind. Das heißt, mein Fazit, nein, ich sollte meine Katze nicht vegetarisch oder vegan ernähren, weil ich es nicht sicherstellen kann, dass meine Katze ausreichend versorgt ist. Wenn sich das in Zukunft ändern sollte, dass es bessere Futtermittel gibt, die genügend Zusätze haben, dann kann es vielleicht funktionieren. Aber das werden wir dann sehen. So, ich hoffe, ihr seid etwas informierter und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und abonniert uns doch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten viel Spaß mit euren Vierbeinern.